ihr Lieben, es ist Zeit für ein neues Brot und dann habe ich mir gedacht, ich verfilme mal mein Brot, also ein Brotrezept von mir, was ich glaube ich vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren kreiert habe. Das heißt Leon, das knusprige Schmandkrüstchen, ein sehr, sehr leckeres Brot, ein zwar etwas klebriger Teig, aber der Kampf lohnt sich, weil es einfach mega lecker und fluffig ist. Und das Rezept möchte ich jetzt gerne mit euch gemeinsam machen, und zwar für den großen Ofenmeister. So, dann zeige ich euch mal, was wir machen. Ihr solltet so alles sehen können. Wetter spielt heute leider nicht so mit, aber alles gut. So, als erstes geben wir in den Thermomix 500 Gramm Wasser. Dann habe ich hier 4 Gramm gefrorene Hefe, weil ihr wisst ja, es war ja, schwierig an Hefe zu kommen. Und da hatte ich mir welche online bestellt und habe die dann in Stücke eingefroren. Das sind jetzt 4 Gramm. Die gebe ich jetzt gefroren hier rein. Brauner Zucker, ich muss mal gucken auf meinen Spickzettel, 1,5 Teelöffel brauner Zucker. Das gebe ich jetzt da rein und dann lasse ich die ganze Schose 2 Minuten auf 37 Grad auflösen. Oder wir machen mal 2,5 Minuten, weil ja die Hefe gefroren ist, auf Stufe 2. Und wenn die 2,5 Minuten um sind, hole ich euch wieder dazu. So ihr Lieben, die 2,5 Minuten sind um und die Hefe ist schön aufgelöst. Jetzt geben wir die restlichen Zutaten dazu. Da habe ich einmal 375 Gramm Mehltyp 550, 225 Gramm Mehltyp 1100, also Roggenmehltyp 1150 und 225 Gramm Dinkelmehltyp 630. Die gebe ich jetzt als erstes hier rein. Dann kommen dazu 60 Gramm Sonnenblumenkerne. Wer keine mag, kann sie auch weglassen. Dann habe ich 2 Teelöffel selbstgemachtes Backmalz. Wenn ihr keins habt, also ich kann euch nur empfehlen, ich werde immer wieder in meinen Gruppen gefragt oder dass die Leute mich anschreiben und sagen, Judith, ich habe genau dein Brotrezept nachgemacht, aber das ist von innen klebrig. Dann ist immer meine erste Frage, hast du gekauftes Backmalz benutzt? Weil ihr könnt das gerne mal googeln, Backmalz, es gibt inaktives und aktives und das bei dem einen verklebt ist, das Brot bei dem anderen nicht, also bei gekauften. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, macht es entweder selber und sonst lasst es zur Not besser weg, bevor ihr euch nachher ärgert. Wie man es selber macht, ist wirklich keine Arbeit, es geht halt nur über ein paar Tage, muss es richtig keimen und das findet ihr auch hier auf meinem YouTube-Channel. So, jetzt stelle ich euch wieder runter. Dann habe ich hier gut zwei Teelöffel Salz. Dann kommen dazu 3 Esslöffel dunkler Balsamico Essig. Ups, da war ein Schnaps mehr. 2, 3. Dann kommen dazu 1,5 Teelöffel Zucker. Rübenkraut, das kennt ihr bestimmt auch, das essen ja manche auch gern zum Frühstück. 1,5 Teelöffel, das kann man immer schwierig abschätzen, weil es halt so klebrig ist. So, noch mal ein bisschen, dann streiche ich das mit dem Finger runter. Wenn das nicht so klebrig wäre. So. Mal eben meinen Finger waschen, sonst kann ich den Schmand nicht anfassen. Und jetzt kommt der Clou, 150 Gramm Schmand kommt da jetzt zu. Ich kann euch aber sagen, das ist wirklich
ein leckeres Rezept. Ich habe es lange nicht mehr gemacht und als ich heute dachte, okay, was backst du vom Brot, da habe ich gedacht, das könnte ich mal wieder machen. So, das Ganze verkneten wir jetzt 5 Minuten. Ich lasse mal, seht ihr, hier ist schon Schmand dran, ich lasse mal den Deckel ab, weil es sein kann, dass ich eventuell ein bisschen nachhelfen muss beim Thermomix. Was ich zwar nicht glaube, aber wenn, ist das ja auch kein Problem. Ich muss erstmal packen. Jetzt rutscht es einmal schön nach unten. Werde ich einmal nachhelfen. Das könnt ihr ja wunderbar mit dem Spatel einmal anrühren, weil es halt viel Teig ist. Jetzt bewegt sich auch der Teig. Ja. Also einmal einfach anstupsen, wenn ihr einen Thermomix habt. Ich hätte es jetzt auch in der Kenwood machen können. Da bräuchte ich nicht anstupsen, aber da halt mehr Leute einen Thermomix haben, zeige ich euch das hier beim Thermomix. So, jetzt läuft es auch von ganz alleine. Also einfach warten, bis es einmal ein bisschen runtergerutscht ist und dann geht ihr einfach mit dem Spatel rein, wenn ihr knetet und helft ein bisschen nach und jetzt kann der ganz von alleine 5 Minuten den Teig kneten und dann hole ich euch wieder dazu. Damit ihr mal gucken könnt, dass ihr auch seht, dass ihr das schafft. Da manche haben mal Sorge. Da seht ihr, wie der Teig sich bewegt. Ja, also da muss man halt dann nur mal bei so viel Mehl ein bisschen nachhelfen. Ich hole euch dann gleich wieder dazu. So ihr Lieben, die 5 Minuten sind jetzt um. Ich gebe den Teig jetzt in die große Nixe und dann lasse ich den mal 1,5 Stunden ruhen. Und dann hole ich euch wieder dazu. Da geht gerade das Telefon. So, die packe ich jetzt gleich komplett da rein. Und wie gesagt, wenn es nachher weitergeht, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, weiter geht's mit dem Brot. Und zwar habe ich das jetzt gut 1,5 Stunden gehen lassen. Und schaut mal. Wunderbar. Jetzt heißt es, den Teig noch ein bisschen weiter zu verarbeiten. Also ihr seht auch hier, mit der gefrorenen Hefe ist überhaupt kein Problem. So hat man immer Hefe, frische Hefe im Haus und die könnt ihr wunderbar direkt gefroren in den Thermi reinpacken. Und ihr habt gesehen, obwohl das jetzt hier über 800 Gramm Mehl ist, hatte ich gerade mal bei, ich sag mal, da war jetzt 1,75 Stunden ungefähr in der Nixe. Und das bei 4 Gramm Hefe hat also ausgereicht. So, wie ich euch vorhin schon sagte, ist der Teig etwas klebrig, weil ich ja Schmand und Balsamico-Essig genommen habe. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen kämpfen. Ihr seht mich gar nicht, wenn ich mit euch spreche. Jetzt müssen wir ein bisschen kämpfen, aber wie gesagt, der Kampf lohnt sich. Ich habe schon mal den Ofenmeister, weil daran backen war, den habe ich schon mal von unten bemehlt, weil der hat halt schon genug Patina. Und jetzt geben wir auf die Teigunterlage noch Mehl und dann werden wir den Teig noch mal ein bisschen bearbeiten. So. Das ist wie gesagt ein ganz fluffiges Brot, so will ich mal sagen. Also richtig schön locker und ja, sehr, sehr lecker. Wie gesagt, ich habe es jetzt lange nicht mehr gebacken und dann habe ich gedacht, das machen wir doch heute mal in den großen Ofenmeister. Und die Hälfte kriegen dann meine Nachbarn, die freuen sich, weil das ist natürlich für uns beide zu viel. Und ich möchte ja, ich friere ja eigentlich kein Brot ein. In seltenen Fällen höchstens mal vor dem Urlaub, damit, wenn ich wiederkomme, auch wieder mein eigenes frisches Brot habe. Ansonsten backe ich immer frisch. So, das heißt, ihr gebt jetzt von oben auch Mehl auf den Teig. Und dann, wie gesagt, der wird jetzt
wahrscheinlich ein bisschen kleben. Aber dafür gibt es ja Mehl und den Scraper und unsere Teigunterlage. Einfach immer wieder ein bisschen Mehl drauf geben, wenn es zu dolle klebt. Und dann fluppt das schon. So wie jetzt hier. Einfach ein bisschen Mehl wieder drauf. Mehrfach falten, das kennt ihr auch schon aus meinen Videos. Wie gesagt, das, was hängen bleibt, einfach mit dem Scraper wieder zum Teig dazu schaben. Und dann einfach wieder ein bisschen Mehl drauf geben. Da sage ich immer, das sind so manche Teige, die sind halt etwas klebriger, aber das Endergebnis zählt und das lohnt sich wirklich. Einfach ein leckeres Brot ist. So, jetzt noch einmal. Von links nach rechts oder von rechts nach links in dem Falle. So. Noch einmal so. Und noch einmal andersrum. So. Jetzt gebt ihr euch wieder ein bisschen Mehl auf die Hände. Denn auch hier, auch wenn er klebt, wollen wir eine Kugel vernünftig formen. Und auch dafür liebe ich meine Teigunterlage. Das auf einer normalen Arbeitsfläche wäre wirklich eine Sauerei, weil so jetzt überhaupt, wenn man klebrige Teige hat. Hier die, da gehe ich jetzt gleich mit feuchten Zeber einmal drüber. Dann habe ich die gröbsten Teigreste schon runtergewischt, dann mit dem feuchten Lappen und fertig ist es. So, hier auch wieder von oben nach unten den Teig zusammenziehen. So, dann kommt der in unseren Ofenmeister. Jetzt gebe ich von oben noch ein bisschen Mehl drauf. Dann ritze ich es noch ein bisschen ein. So. So sieht das jetzt aus. Das kommt jetzt in den nicht vorgeheizten Backofen. Irgendwie habe ich heute ein bisschen Stress mit meinem Stativ. Nicht vorgeheizten Backofen, Deckel drauf. Den lasse ich jetzt mal 65 Minuten bei 230 Grad untere Rost, backe ich den fertig. Und wenn der fertig ist, hole ich euch natürlich wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, das Brot ist fertig. Schaut euch mal dieses Hammerbrot an. Das ist der Knaller. Ihr habt es ja vorhin gesehen. So, jetzt schneide ich das noch eben an, wie immer. Damit ich das euch auch von innen zeigen kann. Moment. Mir meinen ganzen Küchenboden voll. Ich bin eine alte Barefoot. Moment. Oh, ist noch viel zu heiß, das kann ich noch gar nicht. Hier sieht es aus. So, ihr Lieben, oh, es riecht so lecker. Wieder den Geschmackstest. Boah, ich bin hier am Hin- und Herrennen heute. Man sieht, ich habe ein richtig rotes Gesicht. Jetzt hört er mal. Lecker. Aber ich wusste ja, dass das lecker ist. Ihr Lieben,
Ich muss mich gerade ein bisschen sputen. Ich bin nämlich hinten noch am Schreibtisch. Ein super leckeres Brot. Back das mal nach. Leons Schmandkrüstchen für die großen Ofenmeister. Ich schreibe das Rezept natürlich dafür auch um, nochmal für euch alle. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das mal nachbackt und mir ein Feedback gebt. Und ich hoffe, es schmeckt euch genauso gut wie mir. Und ihr wisst, unterm Film die Infobox öffnen. Da findet ihr auch den Link zu meiner Homepage. Da könnt ihr euch das Rezept auch als PDF abspeichern oder ausdrucken. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, ihr wisst, am Sonntag um 15 Uhr findet eine Live-Kochshow, Grillshow, ein Mix auf Facebook statt. Aber das wird mein Mann nachher auch wieder auf YouTube hochladen, sobald es möglich ist. Wer live dabei sein will, schreibt mich einfach an. Und ja, ich glaube, das war's jetzt. Ihr seht, ich habe doch gar meine Bürobrille noch auf, weil ich bin ja am Hin- und Herflitzen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Filmchen, eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.